9.40 Uhr. Im Handumdrehen steht unser Ballon in Flammen. Bald ist es nur noch ein riesiges Feuer, das sich schnell nach unten bewegt. Was wie News aus 2023 klingt, stammt aus dem Jahr 1915 und beschreibt den Abschuss eines Spionageballons in Frankreich während des Ersten Weltkriegs. Der Ballon hat in der Luftspionage eine lange Geschichte. Bis heute. Am 4. Februar 2023 schießt ein amerikanischer Kampfjet einen mutmaßlich chinesischen Spionageballon ab. Aber warum sind Ballone im Zeitalter von Satelliten und Drohnen noch immer relevant? Ballone sind seit dem 18. Jahrhundert eine von vielen Methoden in der Spionage. Der älteste erhaltene, L'Intrépide, hat 1796 seinen ersten Einsatz, noch bemannt und mit Wasserstoff gefüllt. Die erste wichtige Hochphase des Ballons ist dann während des Ersten Weltkrieges. Das waren dann sehr große, steuerbare Ballone, auch mit Propeller betrieben, die hinter die feindlichen Linien geflogen sind und dort Stellungen aufgeklärt haben. Eine zweite Blütezeit erleben die Spionageballone im Kalten Krieg, ermöglicht durch einen entscheidenden technischen Fortschritt. Die Ballone können neuerdings ca. 15 Kilometer hoch fliegen und überschreiten damit den Einflussbereich der damaligen Flugabwehr. Die USA setzen hunderte Ballone über der Sowjetunion ein, dabei haben sie ein klares Ziel. Vor allem einfach mal überhaupt Luftaufnahmen, Aufnahmen von diesem riesigen sowjetischen Gebiet zu erhalten, das damals fast so etwas wie ein schwarzes Loch war. Wo sind Raketenanlagen? Wo ist strategische Industrie? Wo ist die Rüstungsindustrie der Sowjetunion? Wo sind die Militärbasen? Solche Fragen haben die Amerikaner hier versucht zu beantworten mit dem Einsatz dieser Spionageballone. Die größte Herausforderung der Amerikaner: Wie bekommen sie die Foto- oder Filmaufnahmen wieder in den eigenen Besitz? Die US-Luftwaffe fängt die Ballone entweder direkt in der Luft ab oder lässt sie weiter segeln, um sie dann ins Meer stürzen zu lassen. Dort kann die US-Marine sie anschließend einsammeln. Während des Kalten Kriegs haben auch das erste amerikanische Spionageflugzeug, die U-2, und später der erste Spionagesatellit ihre Einsätze. Der Ballon rückt in den Hintergrund, verschwindet jedoch nie vollständig. Da ist es eigentlich ähnlich wie bei technologischen Innovationen im Allgemeinen, dass technologische Fortschritte, technologische Neuerungen auch im Bereich der Luftspionage nicht dazu geführt haben, dass ältere Technologien obsolet geworden sind oder völlig verschwunden sind, sondern neue Technologien sind eigentlich eher komplementär dazugekommen. Aber welche Möglichkeiten bieten Spionageballone heute? Es gab mehrere revolutionäre technologische Entwicklungen, die zu einem Comeback geführt haben. Einerseits haben die Ballone heute eine wesentlich größere Ausdauer, also können wesentlich länger in der Luft bleiben. Ein zweiter wichtiger Punkt ist sicher die erhöhte Steuerfähigkeit, die diese Ballone attraktiver macht. Die zeigt eigentlich auch, wie viel Hightech und wie viel State-of-the-Art-Technologie in diesen Ballonen steckt. Es ist eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und mit modernsten wettermeteorologischen Daten, die zusammengenommen die Steuerfähigkeit dieser Ballone deutlich erhöht, indem man eigentlich laufend immer wieder durch einen Wechsel der Flughöhe in gewünschte Windströmungen wechseln kann, um dem Ballon auch eine möglichst große Steuerfähigkeit zu geben. Mit den neuen technologischen Möglichkeiten können die Ballone die gesammelten Informationen fast in Echtzeit übertragen. Die heutigen Spionageballone werden hauptsächlich zu zwei Zwecken eingesetzt: Image Intelligence und Signals Intelligence. SIGINT steht für Signals Intelligence. Hier werden elektromagnetische Signale, vor allem eben auch elektromagnetische Kommunikationssignale, abgefangen und ausspioniert. Also heute beispielsweise Handykommunikation, E-Mails. Die andere Form, IMINT, steht für Image Intelligence. Also hier geht es darum, Fotos, Filmaufnahmen, eben auch jetzt in diesem Falle bei den Spionageballonen aus der Luft zu machen. Die Ballone bieten gegenüber der Satellitenaufklärung auch klare Vorteile. Erstens sind Ballone häufig schwieriger zu erkennen auf dem Radar. Zweitens sind sie viel günstiger als ein Satellit. Und drittens fliegen Ballone sehr langsam über ein Gebiet, sie schweben über ein Gebiet, und das kann ein Vorteil sein bei der Aufklärung, beim Untersuchen von elektromagnetischen Signalen beispielsweise. Wegen dieser Fähigkeiten werden Ballone heute weiterhin eingesetzt. Im Februar 2023 fliegt ein chinesischer Ballon
mutmaßlich zu Spionagezwecken, 7 Tage über die USA. Dabei wird er verfolgt und beobachtet. Es war viel wertvoller für die USA, diesen Ballon zu verfolgen und zu studieren. Dies ermöglicht den USA eine bessere Verteidigung gegen weitere mögliche Ballone. Aus gutem Grund. China verfügt mutmaßlich über eine ganze Flotte dieser Fluggeräte. Der Vorfall ist somit eigentlich keine große Überraschung. Es sind auch bereits frühere Fälle von chinesischen Ballonen bekannt. China ist längst nicht das einzige Land, das diese Spionagetechnik nutzt. Es ist davon auszugehen, dass alle Großmächte im Besitz solcher Ballone sind. So hat auch Großbritannien seine Flotte 2022 ausgebaut. Ich denke, wir stehen tatsächlich am Beginn einer Renaissance auch der Spionageballone. Die Chinesen werden in den nächsten Jahren sehr viel investieren, um jetzt ihr Programm nochmals technologisch voranzutreiben. Die Amerikaner wiederum werden versuchen, sicher die Verteidigung zu verbessern. Sie werden aus diesem Vorfall lernen vom Februar 2023. Tatsächlich sollten sich die USA nicht nur auf China fokussieren, denn auch der zweite geostrategische Rivale der USA, Russland, verfügt über die Möglichkeit, sehr einfach Spionageballone Richtung USA lossegeln zu lassen. Spionageballone sind längst keine Neuheit mehr. Sie bilden eine günstige, aber effektive Methode zur Aufklärung. Auch fast 230 Jahre nach ihrem ersten Einsatz sollten sie auf keinen Fall unterschätzt werden. Und wenn du wissen willst, wie wichtig Satelliten in der modernen Kriegsführung sind, dann schau dir unser Erklärvideo an und abonniere unseren Kanal.